What's up everybody und herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Naruto Online MMORPG. So, heute ist das Thema Flammbändiger. Flammbändiger, dazu gehen wir erstmal zu den Flammbändigern und gucken uns einfach die Top 5 der Flammbändiger an. Wir nehmen einfach mal ganz weit unter die Lupe unsere Melenia. Melenia, wie ihr seht, spielt selber mit dem Tier Höhenhund, mit Spiegelung, mit Flamme Feuerkugel und hier Feuerversteck Drachenflammengeschoss. Standardangriff, meistens immer Nirvana Jutsu und ein Doppelgänger. Gut. Tenten, nichts Großes. Und hier sehen wir unseren Orochimaru Kampf der Sannin, nicht den anderen Orochimaru, den Yukinin ein. Und hier sehen wir Ao. Ao, so schön, passt so schön in diesen Combo, denn er bufft alle, die Feuer und Wasser sind. Er verteilt ihnen im Prinzip ein Schild, wie man so schön sehen kann. Er steht zum Beginn des Kampfes für bis zu 6 befreundeten Ninjas mit Wasser- oder Feuerattributen einen Schutzschild mit einer Kraft in Höhe von 40% des Widerstands, den er momentan hat. Man sieht, sie hat sehr viele Magatamas bei Widerstand hier drinne. Und wir sehen, Widerstandswert ist bei ihr 5600. Wovon wir ausgehen können, so 40% circa, so 2400 wird das Schild haben. Der Nachteil an Ao und in dieser Formation ist, ihr macht sehr wenig Schaden. Der Vorteil, ihr verteilt sehr, sehr oft Siegelpunkte und setzt auch mit Tenten Lähmung gegen zwei Leute ein. Gut, wie man so schön sehen kann, diese Formel basiert darauf, den Gegner komplett auszuspielen, jedoch macht man nicht so viel Schaden. Das heißt, man sollte schon schnell genug sein, um seinen Gegner zu besiegen. Und das ist sie auch, beziehungsweise er. Als nächstes gehen wir zum Saraki und gucken, was er denn hat. Sich selbst, Iruka, Azuma und Anko, definitiv ein Feuerteam, ein komplettes Feuerteam, da man mit Ankos Passive nur 3 Leute von Feuer buffen kann, sich selbst, Iruka und natürlich den Charakter, den man spielt. Azuma bufft noch zusätzlich alle Ninjas, die Full Life sind. Iruka gibt den Schild, weswegen auch Iruka und Azuma ziemlich gut zusammen funktionieren, denn das Schild zählt nicht zu dem Full Life. So, diese ganze Combo ist darauf basiert, sehr viel Schaden zu drücken. Und das sehen wir auch daran, dass er hier Feuerninja Verstärkung mitnimmt, statt den Spiegel. Das ist sehr risky, aber im Prinzip macht ihr höhlischen Schaden, wenn ihr denn wirklich durchkommt. Das Problem hier ist, Siegelpunkte sind die Tötung für das Ganze. Denn wenn ihr Siegelpunkt abkriegt in der ersten Runde gegen den Main, macht ihr nicht so viel Schaden. Anko, Iruka verteilen nicht so viel Schaden und Azuma wird nun mal nicht gebufft. Das heißt, man geht hier definitiv von den Main aus. Und dadurch, dass der Main ganz hinten steht, wird er niemals seine Opak schneller als euer Main, der vielleicht vorne steht, Schaden machen. Nun gut, ich könnte davon ausgehen, dass das jetzt eine Forma von Fuchs noch ist und hier noch ein Naruto Eremiten fehlt, weswegen das auch etwas balancierter wird, etwas weniger Schaden, aber dafür hat man mehr Opaks zur Verfügung, die Schaden reinhauen können, jedoch ist er auch Wind und wird wirklich nicht gebufft, weswegen man trotzdem sozusagen die Siegelpunkte gegen den Main setzt. So, wir haben bis jetzt gesehen, dass man verschiedene Teams haben kann, wie zum Beispiel von Melenia das Siegelpunkt und Death Team, von Saraki Kenpachi das Angriffsteam. Gehen wir mal zu Senpai rüber, was hat denn der? Ah, wie wir sehen, das Eremitenteam. Die beiden bauen sehr schnell Chakra auf, weswegen man auch davon ausgehen kann, dass es schön auf Schaden geht. Er hat 3 Feuercharakter mit, sich selbst, Jiraiya, Eremitenmodus und Iruka. Iruka, wie gesagt, gibt allen Konoha-Ninjas ein Schild und bufft sie auch, wie wir so schön hier sehen können. Er stellt zu Beginn des Kampfes alle befreundeten Konoha-Ninjas einen Schutzschild in Höhe von 50% Widerstand und erhöht des Widerstands und erhöht Ninjutsu sowie Angriffswert um 30%. Und wie wir sehen können, hat er hier auch sehr schnell sehr viel auf den Widerstand gemacht. Das Wert ist zwar nicht so hoch, aber sein Iruka ist auch auf 2 Sternen. Gut.
Worauf basiert denn das Team? Das Team basiert darauf, jede Runde zwei Opax rauszuwerfen, weswegen der Schaden so ähnlich wie der von Saraki Kenpachi sein wird, nur mit weniger Risiko, dass man mehr Opax zur Verfügung hat. Wie wir sehen können, hier zwei Opax von den Main, eine Opax von Naruto und eine von Eremiten. Im Prinzip könnt ihr jede Runde zwei Opax rauswerfen, von Cooldown aus gesehen. Erste Runde ihr, Entschuldigung. Zweite Runde ihr und Naruto, nächste Runde ihr und Jiraiya und dritte Runde, also die vierte Runde so gesehen, wo man Opax einsetzen kann, ist wieder Naruto dran. Und bis dahin sollte eigentlich der Gegner tot sein. Na gut, gucken wir mal weiter. Ah, wir sehen hier ein schönes Team, denn das ist kein Kescher-Team. Alles auf 5 Sterne gebaut, das heißt, man geht hier schon von einer Combo aus, wo man sehr viel Taijutsu und gemischtes Ninjutsu mit reinbringt, mit Siegelpunkt und Unterbrechung, genauso wie ein Flammen, was im Prinzip sehr viel mit sich bringt, sehr viele negative Statuseffekte, was super toll ist. Ich denke mal, dass der Nachteil in diesem Team ist, sobald man Gai killt, was man eigentlich sehr schnell schaffen sollte, da er wenig Widerstand hat, funktioniert die Combo nicht wirklich so gut. Auch wenn Tobi da drin ist und eine der besten Verfolgungen in-game hat, nämlich von Fallen in tiefes Schweben. Als Tier hat er die Katze mit, Furukomao, und wie wir sehen, das heiß beliebte Spiegelung. Feuerversteck, Himmelsverlies, ein Doppelgänger und die Obak bleibt die gleiche. Gehen wir nochmal zu den letzten. Hier haben wir ein komplett gemischtes Team. Das heißt, wir haben ein Feuer, ein Blitz, ein Wind und nochmal ein Feuer. Was könnte man hier davon denken? Hier ist man sehr, sehr weit auf Combo ausgelegt, denn Sasuke kann im Prinzip drei Verfolgungen machen. Ihr selbst eine, beziehungsweise drei durch das Tier. Orochimaru selber eine Verfolgung und Iruka selber halt eine 10er-Kombo-Verfolgung. Das Team hier macht nicht so viel Schaden, aber kriegt auch nicht so viel ab. Aus dem Grund, weil hier sehr viele andere Elemente vorhanden sind, wie Blitz und Wind. Das Team, würde ich auch mal sagen, ist auch nicht wirklich Pay-to-Win-mäßig aufgebaut, da man Iruka recht schnell bekommt. Und die Katze, ja, da muss ich echt sagen, muss man ein bisschen Glück mit haben. Und wieder das heiß beliebte Genjutsu Spiegelung. So, die Opak ist im Prinzip überall gleich, aber das klären wir ja gleich. Wieso? Gehen wir doch einfach mal zu unseren Talenten und gucken uns die Feuer-Opaks an. So, Feuerversteck, Jutsu der Phönixblume. Fügt zwei Gegnern Ninjutsu Schaden zu und verursacht den Flammen. Von den Flammen betroffene Gegner erleiden fortlaufend Schaden und können nicht geheilt werden. Das Problem bei dieser Opak ist, wir verursachen auch zwei Leute Schaden. Der Schaden ist eventuell, naja, eventuell sogar größer, da es nur auf zwei Leute fixiert ist, aber leider ist dem nicht so. Denn das, worauf die Opak fixiert ist, ist entflammen und nicht wirklich Schaden zu drücken. Der weitere Nachteil in dieser Opak ist, dass man im Prinzip keine Combo startet, weil hier keine Combo ausgelöst werden kann, weil hier keine Verfolgung drin ist. Weswegen die Opak nicht so toll ist. Wieso nimmt man diese Opak denn nicht? Fügt den ausgewählten Gegner Ninjutsu sowie Taijutsu Schaden zu und verursacht Einfrieren sowie Himmelsverlies. Von Himmelsverlies betroffene Gegner erleiden jedes Mal, wenn sie eine Schlagkraftfähigkeit anwenden, Ninjutsu Schaden. Abklingzeit 3 Runden, Kampfabklingzeit ohne Chakraverbrauch 0 und zusätzlicher Zustand ist halt Einfrieren. Wieso benutzt man diese Opak nicht? Ganz einfach, die Opak ist zwar gut, um einen rauszunehmen, einen Gegner. Das kann aber weggeheilt werden. Also Einfrieren kann weggeheilt werden durch die negativen Statusentfernung. Also mit Heal normal nicht, aber halt mit negativen Statusentfernungsfähigkeit, die zum Beispiel Kabuto hat, wenn er seinen Standardangriff macht. Und des Weiteren ist, man löst natürlich schon wieder keine Combo aus. Und verteilt im Prinzip den Schaden nur auf einen Menschen.
Die beiden Opaks sind ehrlich gesagt nicht so gut. Diese beiden Opaks könnte man eventuell bei Ninja-Prüfungen verwenden oder wenn ihr seht, dass der Gegner nur von einem Charakter lebt, seine ganze Combo, dann würde ich vielleicht versuchen, sowas wie diesen Fuyinyutsu Siegel des Roten Lotus mitzunehmen. Gut, kommen wir zu dieser Opak. Fügt bis zu 7 Gegnern großen Ninjutsu Schaden und den ausgewählten Gegner hohes Schweben zu. Wir sehen 7 Leute, sehr großer Ninjutsu Schaden und hohes Schweben. Im Prinzip ist die Opak perfekt. Aber es geht noch weiter. Erhöht den gegenüber Doppelgängern, Marionetten und vertrauten Geistern verursachten Schaden erheblich. Heißt, wenn der Gegner Doppelgänger hat, irgendwelche vertrauten Geister oder Marionetten, dann wird der Schaden gegen die erheblich erhöht. Es steht drinne, man kriegt großen Ninjutsu-Schaden und dann wird dieser Schaden halt im Prinzip noch weiter erhöht gegen die Doppelgänger, Marionetten und vertrauten Geister. Weswegen sie ihr im Prinzip sie von ersten Opak aus normalerweise eigentlich auch killt. Solche Teams wie die von Wind leiden sehr darunter, aber auch andere, die sehr viel auf Doppelgänger fixiert sind, sowas wie Naruto-Doppelgänger oder von mir aus auch von Naruto-Eremiten-Doppelgänger und die ganzen Marionetten, ihr wisst schon, was ich meine. Gut, nach zweimaligem Gebrauch beginnt eine Abklingzeit von 4 Runden. Ihr könnt also diese Fähigkeit zweimal hintereinander benutzen und dann habt ihr 4 Runden Cooldown. Ihr könnt es nicht so machen, dass ihr diese Fähigkeit einmal benutzt, eine Runde auslässt, nochmal benutzt, in der Hoffnung, dass der Cooldown nicht 4 Runden ist, sondern eher weniger oder gar nicht. Denn das wird so gezählt, dass ihr 2 Versuche habt und dann geht sofort 4 Runden Cooldown los. Gut, deswegen ist das hier auch ziemlich gut als Opak. So, zu den normalen Angriffen greift ihn direkt gegenüber dem Gegner an und löst in einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Dreierkombo aus und verursacht tiefes Schweben sowie in Flammen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Der einzige Problempunkt da drin ist, ich denke mal, liegt daran, dass es wenig Schaden macht. Oder ich sag mal, man bessere Beispiele hier hat, wie man mehr Schaden reindrücken kann oder halt Leuten kompletten CC verteilen kann. Also Crowd Control. Feuerversteck Jutsu der blauen Flamme. Wir sehen Tai und Nin. Hier hatten wir nur Tai und Nin, gemischter Schaden. Wenn ihr also im Prinzip komplett auf Ninjutsu geht, dann ist das schon mal besser als das. Ihr seht auch den Grund, wieso das hier jetzt weniger Schaden verursacht als die beiden hier, weil die beiden Ninjutsu mit in sich haben und das Taijutsu und man macht ja sowieso den Ninjutsu Schaden bei sich als Flammen. Bändiger. Greift direkt gegenüber dem Gegner an, löst zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine hohe Combo aus. Dieser Angriff kann nicht ausgewichen werden. Wieso ist das denn so gut? Dieser Angriff ist perfekt für den Weltboss. Denn dort will man so oft wie möglich die hohe Combo auslösen, damit sowas wie Iruka oder Sasuke seine Verfolgung auslösen kann. Es gibt sehr viele Leute, Ninjas, die hohe Combo-Angriffe haben und ihr damit auch zusätzlichen Schaden macht. Und außerdem ignoriert, was hier ist noch nicht drin steht, ignoriert dieses Standardangriff auch das Schild von Neji oder von Hinata. Es ist so ähnlich wie Rasengan aufgebaut. Ignoriert es einfach. So, Tempel des Nirvana-Jutsu, wieso benutzt es jeder so oft? Na gut, ich muss ehrlich sagen, es sind auch nicht so viele Leute da mit Hinatas mittlerweile. Es sind öfters welche mit Naruto drin. Und öfters hat man eventuell in seinem Team gar nicht eine 10er oder Verfolgung mit. Also eine Verfolgung, die von Hongkong ausgelöst wird. Und deswegen nimmt man einfach mal strikt Nirvana-Jutsu mit. Aber das ist auch nicht der einzige Grund, denn das ist purer Ninjutsu-Schaden. Und man kann hier mit von ausgehen, dass man im Prinzip etwas mehr Ninjutsu-Schaden macht als bei dieser. Bei diesem Angriff. So, aber das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, man schläfert Gegner ein. Das heißt, dieser Gegner kann im Prinzip nichts machen. Er ist eingeschlafen und wenn ihr schneller seid als er mit dem Standardangriff, dann wird dieser Charakter niemals bei Kombos mitmachen können und niemals Standardangriffe machen können und jegliche andere Fähigkeiten.
Und deswegen ist dieser Angriff sehr gut. Gut, weiter zu Verfolgungen. Wird von 10er Combo ausgelöst, greift zwei zufällige Gegner an und verursacht Feuerlinie zu Schaden. So. Phönix Blume Verfolgung ist nicht schlecht. Ist auf Ninjutsu aufgebaut und Feuer, wird aber ab 10er Combo ausgelöst. Und wie wir schon so schön sehen, 10er Combo ist bei uns eher so mehr Weltboss. Die einzigen wirklich guten Verfolgungen für mich, denke ich, sind Feuerversteck, flammende Feuerkugel. Da ist im Prinzip so Schweben und tiefes, das Rumschweben, tiefes Schweben macht und auch entflammt. Was sehr toll ist, weil man im Prinzip sehr gut gegen Healer unterwegs ist. Feuerversteck Himmelverlies ist auch ziemlich OP, denn ihr verteilt Himmelverlies Status, verfolgt Gegner mit tiefem Schweben und verursacht Zurückschlagen. Getroffene Gegner wird jedes Mal, wenn sie den Chakra verbrauchen, ihnen zu Schaden zugefügt, durch den sie jedoch nicht sterben können. Also sie können dadurch nicht sterben, aber sie machen sich sehr, sehr, sehr viel Schaden selbst. Weiter geht's mit Geheimnisse des Roten Lotus. Erhöht den Ninjutsu sowie den Angriffswert von bis zu 3 Ninja mit Kekkei-Genkai für 5 Runden um 40%. Hört sich perfekt an. Aber das Problem ist, wir haben nicht so viele gute Ninjas in-game, die Kekkei-Genkai haben. Weiter zu Genjutsu Spiegelung. Tja, wie wir gemerkt haben, sehr viele Leute benutzen das. Aber aus welchem Grund denn eigentlich? Der erste negative Statuseffekt, der der eigenen Seite in einer Runde zugefügt wird, auf den Gegner übertragen. Gleichzeitig wird dem Gegner, der in Flammen erleidet, großen Schaden zugefügt. Also im Prinzip, wie man schon schön rauslesen kann, wenn zum Beispiel der Gegner, wenn der Gegner zum Beispiel, keine Ahnung, einen Siegelpunkt setzen will, in der ersten Runde gleich, dann reflektiert das Genjutsu Spiegelung den ersten hinzugefügten negativen Statuseffekt, den man bekommen würde, auf den Gegner zurück, auf einen zufälligen Ninja. Und gleichzeitig wird der Gegner, der in Flammen erleidet, großen Schaden erleiden. Also im Prinzip, wenn man auf den Gegner diesen negativen Statuseffekt hinzufügt, sollte er großen Schaden erleiden, was hier drin steht, was für mich auch wirklich keinen Sinn macht, weil ich habe das echt nicht gewusst und auch nicht betrachtet, dass Genjutsu Spiegelung auch Schaden zufügen kann. Ich denke mal, von solchen Opaks wie von Au, die wirklich Schaden machen würden, gegenüber von euch, nehmen wir mal an, kann so 1500 Schaden und Siegelpunkt. Dann reflektiert der Spiegel diese 1500 Schaden. Und falls ihr das Glück habt, dass dieser Siegelpunkt auf genau diesen Charakter geht bei dem Gegner, der entflammt ist, dann macht es im Prinzip höheren Schaden. Diese 1500 werden dann zu 2200 oder so. Gut, weiter zu Feuer Ninja Verstärkung. Ganz klar, erhöht Ninjutsu sowie Angriffswert von bis zu 3 Ninjas mit Feuerattributen 540%. Und das ist auch einer der besten Dinge, um euren Schaden zu pushen. Hier die letzte passive Taki-Doppelgänger Jutsu. Man beschwört im Prinzip einen Doppelgänger am Anfang des Kampfes, der mit dem Attribut Wind versehen ist, was ziemlich gut gegen die Nachtklingen ist, weil der dann mehr Schaden macht. Und das Übelste daran ist, Feuerversteck Himmelverlies Status wird denjenigen hinzugefügt, den er angreift. Flammenbändiger Chakra fügt vor dem ersten Zug jeder Runde einen zufälligen Gegner in Flammen zu und entfernt den Zuwachseffekt des Ziels. Gut. Das bedeutet nichts anderes, dass man im Prinzip in Flammen jemanden zu hinzufügt und dieser nicht mehr wirklich geheilt werden kann. Also beziehungsweise, dass er, naja, wenn er eine Passive hat, wo man Heilung zurückkriegt oder Leben aufgeladen bekommt, sowas wie diese Gildenpassiven, dann wird das nicht passieren. Ziemlich gut in Benutzung, eventuell Ninja-Prüfung. Ich würde sagen, wenn ihr Daedera im Team habt, mit Daedera benutzen, super gut. Macht ihr mehr, umso mehr Schaden mit Daedera. Weiter geht's. Narakumi. Das ist sehr interessant, denn es entfernt vor dem ersten Zug jeder Runde einen negativen Statuseffekt von maximal zwei Einheiten der eigenen Truppe. Zudem werden bei jedem Treffer 10 Punkte Chakra-Einheiten wiedergestellt. Also im Prinzip ist es so, sagen wir mal, eure Karin setzt die Opak ein. Mein ganzes Team ist vergiftet.
Ich setze Narakumi ein und zwei Leute sind von mir geheilt. Jedoch, wenn Karin ihre Verfolgung auslöst und nochmal zwei Leute vergiftet, sodass zwei Stacks vom Gift drauf sind auf meinen Charakter und ich dann Narakumi einsetze, ist das Gift nicht weg. Nur der eine Stack ist weg. Das heißt, umso mehr ihr Status, negative Statuseffekte auf euch drin habt, umso weniger ist diese Narakumi passive wert. Aber das Gute an ihr ist noch zusätzlich, dass man diese Chakra-Punkte bekommt. Die bekommt man jedes Mal, wenn man Schaden erleidet. Also angegriffen wird, auch wenn man der Doppelgang angegriffen wird, wird man trotzdem 10 Chakra-Punkte dazu kriegen. Was ziemlich cool ist, eventuell könnte ich das auch bei mir im Team benutzen, aber ich finde, Doppelgänger bringt gewisse Denkenis mit und außerdem zielt er auch als Konoha-Ninja und Iruka bufft ihn im Prinzip zusätzlich. Verfolgung habe ich Höllenhund, man kann natürlich auch Drachenhai oder Blitztigerkönig mitnehmen, das sind so die drei Standard für den Feuerbändiger. Wir gucken nochmal hier rein, was hier noch Standard ist. Riesenschnecke ist super Standard für den Feuerbändiger, Dämonenfuchs eher nicht. Riesenschlange ist perfekt, die Katze, die Fukuromaro ist auch nicht schlecht. Und falls ihr Naruto Eremiten-Modus habt, dann das Nashorn. Wir haben bis jetzt die 5 ersten Leute angeguckt und uns mal überlegt, auf was wir denn alles zukommen und was die besten Teams sind. Ich kann ganz vorab sagen, ich bin kein Fan von diesem Team. Und ihr wisst auch wieso, weil im Prinzip alles von euch abhängig ist. Ihr habt keine Spiegelung, das heißt, bei euch können mehr negative Statuseffekte ausgelöst werden und so ein Gegner wie zum Beispiel Millenia mit Siegelpunkt setzen durch Verfolgung und durch Iopak wäre erheblich stark gegen euch. Wir könnten natürlich jetzt nochmal einen kleinen Blick hierauf werfen. Hier sehen wir schön unsere Seite, unsere Combo-Seite, was wir denn alles doch so für, naja, Ninjas reinmachen können. Ich bin der Meinung, Tobi ist optimal immer, super gut für die Anfänger. Was haben wir denn noch? Sagen wir mal, wir sind ein komplett gebrochenes Team, wir nehmen Sasuke mit, nicht diesen Sasuke, sondern diesen Sasuke, weil Sasuke im Prinzip bei allen gut ist und wir sehen schon eine 5er-Kombo, obwohl wir noch nichts drin haben. Die Opak nehme ich gerne, das, vielleicht dies hier, wissen wir noch nicht. Spiegelung nehme ich sehr gerne mit, ist einfach mal besser, ein bisschen mehr Support drin zu haben. Und den Doppelgänger, weil Doppelgänger ist cool. Wir sehen, unsere Kombo wurde ein bisschen gebrochen, vielleicht das mal probieren. Na gut, im Endeffekt ist es sowieso davon abhängig, wenn wir als Viertes reinmachen. Und da denke ich eher so an Richtung das, was wir vielleicht haben. Zum Beispiel ein bisschen Tankiness mit sich bringen, ein bisschen Kontrolle, Kabuto. Sieht jetzt nicht so toll aus. Wir können ja mal probieren, was wir nochmal für Tiere hier reintun können. Da haben wir eine 6er-Kombo. Nicht schlecht, ich will aber ein bisschen mehr. Schaffen wir denn auch mehr? Das können wir natürlich prüfen, indem wir ein paar Möglichkeiten einfach durchgehen. Ihr kennt es ja. Einfach mal ein paar Tiere durchgehen und probieren, wie das alles funktioniert, was man für eine Combo rausholen kann. Das ist jetzt maximal eine 6er. Gut, wenn ihr dann alle Tiere im Prinzip durch habt, wie ich jetzt mittlerweile, dann stellt es doch einfach um und probiert es nochmal. Ganz wichtiger Tipp, einige rennen auch mit Chamäleon rum, ich würde das nicht machen, weil Chamäleon im Prinzip eure Combo zwar hilft, indem ihr einfach sagt, puff, ich will eine 5er Standard-Kombo haben und Chamäleon halt mit bei, aber er macht nicht so viel Schaden. Wieso sollte ich eine 5er Kombo haben, wenn ich eine Möglichkeit habe, darauf meine Combo auf 9 zu erhöhen zum Beispiel, oder auf 8, wie wir so schön hier sehen können. Die ist ein bisschen gebrochen. Ein bisschen zu viel Kabuto und Sasuke abhängig. Ich, ehrlich gesagt, wäre nicht so ein Riesenfan von dieser von diesem Team. Aber falls ihr keine andere Möglichkeit habt, dann macht es ruhig. Das Problem hier drin, das ich sehe, ist, wir haben zu wenig Opaks. Ich will immer gerne so 3 Opaks haben, die wir normal Standard einsetzen können. Und ich bin auch kein Fan von Sasuke in ein Feuerteam.
Problem mit Anko ist, sie ist nicht wirklich PvP-lastig. Sie hat zwar eine gute Verfolgung, ich bin aber kein riesen Fan davon. Man kann sich selbst auch buffen. Das wäre so im Prinzip das Standard-Nachtklingen-Team, wenn man hier jetzt eine Nachtklinge drin hätte und Kimimaro und Suzuki eventuell. Aber naja, Anko ist eben nicht so wie Suzuki. Sie hat nicht so viele Verfolgungen, aber dafür ist sie Obak, umso besser. Hurenai könnt ihr mal versuchen, dafür müsst ihr aber Kabuto irgendwie raustun. Mal gucken, eventuell. Ich nehme immer gerne Suzuki mit, weil Suzuki so ziemlich zu jedem Team passt. Da müsst ihr natürlich auch gucken, was ihr für Verfolgungen nimmt. Hier ist zum Beispiel wieder eine 6er. Ihr könnt auch einfach mal das Team nachbauen, das wir gesehen hatten von Hajime. So, der hat glaube ich die Katze mit. Nehmen wir die Katze mit und diese Verfolgung. Wir sehen. Einen Moment. Gucken wir einfach mal bei ihm nochmal rein. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Hajime hat mit das, dies. Das. Im Prinzip das, was ich gemacht habe. Gut, seine Forma ist jetzt so. Versuchen wir das bei mir mal umzustellen. Wir packen uns so hin. Ich denke mal. Ah ja, so war das. Alles klar. Packen wir ihn nochmal dazu. Jetzt und schon haben wir eine 7er Combo. Jedoch bin ich kein riesen Fan davon, weil euer Main schon wieder hinten steht. Wie gesagt, die optimalste Combo ist immer, dass ihr euer Main vorne steht. Ihr wie eventuell sie hier habt. Kabuto da, Entschuldigung, ich meine Obito da. Oder Tobi. Und wie ihr sehen könnt, wir können die ganze Zeit hin und her wechseln. Und man kriegt nur eine richtig hohe Combo, wenn er im Prinzip vorne steht. Das Tier ist nämlich, entweder das Tier ist schuld, wovon ich eigentlich ausgehe. Ja, das Tier ist schuld. Ihr müsst einfach ein anderes Tier mit drin haben. Gut. Standardformas, die man eventuell noch haben kann. Wir gehen einfach erstmal unter Feuer, weil wir Feuer pushen wollen. Ich mag Itachi. Itachi super gut. Vielleicht Tobi. Oder den Pain hier mit bei. Vielleicht ohne Tobi. Sagen wir mal, wir nehmen was anderes mit. Kurenai. Funktioniert denn das? Scheint bis jetzt nicht so zu sein. Ah, hier wieder eine 6er. Wobei ich denke, dass der Pain nicht wirklich mit reinpassen würde. Ich bin Riesenfan von Jiraiya. Eremitenmodus, super guter Typ, weil er super vieles verfolgt. Falls ihr ihn nicht habt, nehmt normalen Jiraiya mit. Gleiche Verfolgung. Nur eine kleine Verfolgung halt. Eine Verfolgung weniger, aber die gleiche Verfolgung, die ihn wirklich stark macht. Kurenai eventuell. Mal gucken, was wir daraus schaffen können. Sieht nicht so toll aus. Aber ich denke, ihr kommt auch selber damit zurecht. Hier eine 7er. Das, Hauptsache, ihr habt hier eine ziemlich gute Kombo-Anzahl, weil ihr im Prinzip als erstes startet. Gut. Ich könnte natürlich euch ein paar andere Beispiele zeigen. Keine Ahnung, Cola kennt ihr alle. Der spielt mit Tobi, mit Tsunade und mit Anko. Seid hier. Kein Spiegel mit. Das Problem ist, er kann hier auf Spiegel nicht verzichten. Hättet ihr zum Beispiel, oder hätte er hier eine Kurenai drin, die Spiegel als ihre Passive hat, wie wir ganz unten hier sehen können, dann könnt ihr auf den Spiegel verzichten und einfach mal seine Ninjas im Prinzip buffen. Deswegen nehme ich sie hier ein bisschen mit. Ich denke mal, so optimal wäre, falls das denn auch wirklich funktioniert, Iruka mit dabei zu haben. Und eventuell so Jiraiya-mäßig. Oder sagen wir sogar mal in die Richtung zu gehen, dass wir einfach mal Asuma oder sowas mitnehmen. Gut, das ist jetzt keine gute Kombo, aber ihr habt im Prinzip ausreichend Support durch sie. Durch ihn auch. Im Prinzip schildert er ja euch alle und gibt euch Angriff. Ihr gebt allen einen Angriff, dadurch, dass ihr das hier machen könnt. Und er im Prinzip gibt euch auch nochmal zusätzlichen Schaden. Sehr Schaden fixiert die Combo. Verfolgung ist natürlich das andere.
Wir können ja mal versuchen, irgendwas überhaupt da draus zu machen, aber das wird viel zu schwierig, da ihr zu wenig Verfolgung im Team drin haben werdet. Naja, Flammenbändiger funktioniert eigentlich mit allem. Ihr könnt ein komplettes, ich sag mal so, keine Ahnung, okay, jetzt Kakashi ist ein schlechtes Beispiel. Es gibt Leute, die Kakashi gerne zusammen mit Kazuki aufstellen. Ich tue das nicht. Ihr könnt aber ein halbes Team von Nachtklinge aufstellen und schon habt ihr eine Achterkombo. Versteht ihr, was ich meine? Das sind im Prinzip nur drei Charakter. Wenn der letzte hier reinkommt, so Kimimaro, Ben, die Kombo ist gebrochen zwar, aber da könnt ihr auch was Besseres mitsuchen. Ich nehme mal gerne Tobi mit, weil Tobi im Prinzip meiner Meinung nach die beste Verfolgung hat. Kombo ist nicht gebrochen. Problem ist, Tobi macht auch bei eigener nicht mit. Und ihr löst hiermit keine Combo aus. Gut. Wenn ihr nach einem richtig guten Feuertank Ausschau haltet, dann haltet Ausschau nicht nach Hidan. Hidan ist kein guter Tank. Ich würde eher so in die Richtung gehen, Itachi, Jiraiya, Jiraiya Sanin. Das sind so die Tanks. Eventuell auf Choji gehen. Er ist nicht schlecht, aber ich bin auch wirklich kein Fan davon. Und die hier kommen im Prinzip auch später dazu. Ansonsten schaut ihr einfach, dass ihr irgendwo anders einen Tank herbekommt. Orochimaru ist ein super Tank. Etwas besser als Jiraiya. Gaara muss man mal gucken und so, wie die Verfolgung halt ist. Einiges zerstört halt, einiges nicht. Ihr kommt schon damit klar. Gut. Das war es im Prinzip von meiner Seite aus. Alles, was zu Feuerbändiger oder Flammenbändiger, wie ihr sie auch gerne nennt, zu wissen ist. Das mit den Kombos ist jetzt eventuell nicht so glatt gelaufen, wie wir dachten, aber ich denke, ihr kommt da gut mit zurecht. Und ich glaube an euch dahin. Wie ich so schön sehe, man kann auch natürlich auch andere Varianten von Kombos reinhauen, wie dass ihr die Gegner entflammt. Und dass ihr sie gegen Gift hinzufügt. Ist auch eine ziemlich gute Variante, so zu spielen. Ich würde das PvP nicht nutzen. PvP eher so ein bisschen tanky, ein bisschen Crowd Control gehen und mehr Schaden reindrücken. Gut, ich hoffe, euch hat der Flammenbändiger Guide gefallen. Wenn dem so ist, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, den Abo-Button zu drücken. Und das war's mit mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Donnomar.